Kommen wir zum Thema Fußgängerzone. Anfang November war es, da hat es hier eine Infoveranstaltung gegeben in der Festhalle, wo über die Fußgängerzone diskutiert wurde. Fußgängerzone ist ja in jeder Stadt das Herzstück und jeder schlendert mal irgendwann durch die Fußgängerzone und das ist einfach das, was eine Stadt ausmacht. Es sind ja bei dieser Infoveranstaltung viele, viele Vorschläge zusammengekommen, wie man mit der Fußgängerzone in Pirmasens umgeht. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Ja, die Innenstädte in Rheinland-Pfalz, in Deutschland und eben auch in Pirmasens sind einem Wandel unterzogen. Es hat sich was verändert. Das hängt mit, es gibt viele Gründe. Das hängt vor allen Dingen am Onlinehandel, an Konkurrenz auch auf der grünen Wiese und vielem mehr, sodass insbesondere der Handel dort es nicht leicht gemacht bekommen hat. Innenstädte müssen deshalb neu gedacht werden, auch mit neuen und zusätzlichen Funktionen. Meiner Einschätzung nach wird der Einzelhandel immer noch eine wesentliche Rolle spielen in Zukunft, auch in den Innenstädten. Er gehört einfach dazu. Aber ich glaube, es müssen zusätzliche neue Funktionen und Nutzungen noch verstärkt dazukommen, auch der Immobilien in der Innenstadt, damit eine positive Entwicklung und eine belebte, lebendige Innenstadt erhalten bleiben kann. Das ist kein spezielles Pirmasenser-Problem, sondern das Problem haben im Grunde alle Städte. Jetzt haben wir in Pirmasens aber eine sehr positive Situation, denn es gibt einen Handlungsbedarf in der Fußgängerzone, was den Belag der Fußgängerzone, aber auch die Versorgungsleitungen unten in der Erde betrifft. Wir müssen also ohnehin an eine Neugestaltung oder auch an eine Sanierung der Fußgängerzone gehen. Das möchten wir nutzen, um dabei auch diese Transformation in der Innenstadt voranzutreiben, bei der auch dann Impulse gesetzt werden für soziale Treffpunkte, für das Wohnen, das eine ganz wichtige Rolle zukünftig wieder spielen wird in den Innenstädten, meiner Überzeugung nach, und viel mehr. Das Ganze wird aus technischen Gründen in drei Bauabschnitten erfolgen und da müssen wir in der unteren Hauptstraße anfangen, also zwischen der Lutherkirche und der Sandstraße. Und das war bei der Infoveranstaltung der Punkt. Da haben wir nämlich verschiedene Varianten diskutiert, was man machen kann aus diesem Bereich, von einer Öffnung für den Verkehr ganz normal über Erhalt einer Fußgängerzone. Und ein spannender Mittelweg wäre auch eine ganz neue Straße mal zu denken, wie wir sie noch nicht haben in Pirmasens, nämlich eine Straße, die nur zeitweise während der Geschäftszeiten geöffnet ist für den Verkehr, ansonsten aber mit einer schmalen Fahrbahn und breiten Flächen auch für die Fußgänger und so weiter, auch für Events und Veranstaltungen, was möglich ist, diese Straße neu zu gestalten. Das ist der erste Schritt. Wir werden dann aber in weiteren Schritten, natürlich in den nächsten Jahren, auch noch an die Fußgängerzone im Bereich Schlossplatz und bis hoch zur Ecksteinsau angehen wollen. Ein positives Thema, bei dem wir auch die Stadtentwicklung der letzten 20 Jahre, die sich ja in Entwicklungsachsen auf die Innenstadt zubewegt hat, vom Bahnhof über die alte Post, die Jugendherberge, die Bahnhofstraße, den Münzparkplatz zum Beispiel bis zur Fußgängerzone. Vorhin haben wir über die Höfelsgasse gesprochen. Jetzt sind wir im Herz der Stadt angekommen und da stehen jetzt die ersten Maßnahmen an. Wird in dem Jahr 2022 schon ganz konkret was passieren? Ja, da ist geplant, dass wir in diesem Jahr mit den Stadtwerken im Bereich der unteren Hauptstraße bereits mit den ersten Arbeiten beginnen. Davon ist noch nicht die eigentliche Frage der Gestaltung betroffen. Dafür haben wir noch etwas Zeit und die wird auch erst im nächsten Jahr dann in eine Umsetzung kommen. Das heißt, hier geht es mal zunächst um die Fernwärme, es geht um Gas, Strom und so weiter.